Und hallo meine Bären und herzlich willkommen zur neuen Folge. Eventuell ist die letzte Folge ein bisschen verschollen, da sie so extreme technische Probleme hatte. Ich habe was probiert, dass die Facecam bzw. dass das Gameplay eine viel bessere Auflösung hat. Das hat leider nicht ganz so funktioniert. Das Endresultat ist jetzt, dass die Folge nicht wirklich existiert. Es gab auch in der Folge nicht wirklich viel zu sehen, da es die ganze Zeit Mist war, wir nicht raus konnten. Deswegen hatten wir einen Shelter gebaut, worin wir schlafen können. Durch das Kommentar von dem lieben Pascal haben wir jetzt auch hier drin unseren Koffer, der vorne dran stand. Der hat uns nämlich den Tipp gegeben, dass man solche Sachen mitnehmen kann. Genau, Lagerfeuer hatten wir noch gebaut, aber das war's. Genau das war der... Nein, stimmt nicht, war gelogen. Wir waren nämlich noch vorne in der Tankstelle und haben Schuhe gefunden und Essen. Das war's. Ich hatte nachgeguckt, ob der Loot nachspawnt. So, dann habe ich mich jetzt mal um Bleichenflirt gekümmert. Das ist ja mittlerweile für die Leute, die es nicht wissen. Ich bin Twitch-Streamer. Link in der Bio. Nein, in der Infobox. So heißt es ja hier. Wir gehen nämlich jetzt mal kurz zur Tankstelle. Es heißt mittlerweile Bleichenfloyd, dass weil es meine Cam so hell ist. Au, den Bruce nehmen wir diesmal mit. Da ich wie gesagt immer so überbelichtet bin, damit meine Kamera ausgestrahlt genug ist für den Greenscreen. Ich habe jetzt einfach mal einen Filter drüber gelegt, beziehungsweise von der Logitech. Ich benutze eine Logitech 10920. Bitte diesmal kein Bär. Und habe die Beleuchtung mal ein Stück runtergestellt. Ich hoffe, das funktioniert jetzt alles mit dem Greenscreen und ist jetzt nicht so halb ausgeleuchtet. So, was wollte ich genau hier? Ah, genau. Einmal nochmal kurz reingucken, ob wir... Aha. Ob wir noch irgendwas extra mitnehmen können. Ob ich das letzte Mal auch noch was übersehen habe oder keinen Platz für hatte, genau. Ja, wie man sieht, ich hatte mal keinen Platz und habe nur Baumstämme getroppt. Eine Sache hatten wir noch gefunden, die finde ich ganz cool. Wir hatten Schuhe gefunden. Die lagen da in der Ecke. Das wird definitiv so nicht mehr sein. Ich werde jetzt pro Folge immer einen anderen Speicherplatz wählen. Dass ich im Notfall halt einfach zurücklade. Ja, es wird dann emotional nicht so dasselbe sein, wenn ich plötzlich wieder was finde, was ich vorher schon ja gefunden hatte. Aber ihr wisst halt einfach, wo ich war. Ich sag's euch leider so, wie es ist. Das kann man aber halt erst, das merkt man oder lernt man erst, wenn es passiert ist. Man muss erst Feuer anfassen, um zu merken, dass es heiß ist. Und so ist es halt jetzt hier auch. Ich habe Schritte gehört, die mir ein bisschen Angst gemacht haben. Das hört schon wieder an wie ein Bär. Ja. Was ist denn hier los? Territorium von der Earls Family. Wie viele Kugeln habe ich denn? 4. Ich will eigentlich nach da hinten. Ich glaube, wir lassen den Bär erstmal Bär sein und gehen in die andere Richtung. Dort hinten auf dem Truck, wie gesagt, ich hatte mir mal... Nee, nicht wie gesagt. Das hatte ich in der Aufnahme gesagt, die nichts zu sehen war. Ich habe mir meinen Edit angeguckt und habe gesehen, nach dem Kommentar von Pascal, dass ich auch die Militärkiste eigentlich aufheben kann. Aha, ich kann noch hier hoch. Interessant. Wir hatten auf dem Truck so eine Militärkiste gelootet. Die kann ich auch aufheben und hierher tragen. Ein Stein. So. Dann gucken wir mal ganz kurz, haben wir hier noch Platz drin? Ja. Packen wir jetzt erstmal das dann noch mit rein und das packen wir auch noch rein. Hier den Bruce, das ist wahrscheinlich irgendwas zu trinken. So, das passt da auch noch rein. Das geht da noch rein. Ordnung machen wir ein andermal. Ich würde gerne den mitnehmen, damit wir immer mal was abzapfen können. Ja, ich glaube... Ja, wir gehen jetzt erstmal looten. Ich glaube, wir brauchen eher eine Säge, um irgendwas kaputt zu machen, als einen Hammer. Ist hier auch noch... Nee, da sind nur Autoteile drin. Okay.
So, ich habe auch so überlegt, dass wir so die Folgen auf 15, 20 Minuten machen. Dafür will ich aber auch gucken, man zockt keine 15 Minuten. Oder an sich hat man auch mal schneller Zeit für 15 Minuten Folgen. Wir gehen jetzt mal hier lang, gucken, was in die Richtung noch ist. Ich möchte, dass einfach regelmäßiger die Folgen kommen. Jetzt ist tatsächlich, da ist ein Auto. Jetzt ist tatsächlich ziemlich lange wieder keine Folge gekommen. Das finde ich nicht ganz so gut. Ich muss dazu sagen, leider zwischenzeitlich war ich auch krank. Wir haben Handschuhe gefunden. Und habe trotzdem versucht, die zu streamen, wann es ging. So. Full Cam. Alter, ich glaube, das ist lang. Das ist echt mittelgefährlich. Gib mir mal bitte das. Und wir ziehen das auch an. Na, gut angezogen. Ich schmeiße auch immer alles weg. Perfekt. So. Hat das Auto irgendwas? Blut nicht. Schon mal keine Reifen. Gut, bedeutet, wir brauchen noch einen Reifen und dann können wir auch hier ein Auto bauen. Da haben wir vier Reifen. Hallo. Schrott. Und Schrott. Und noch mehr Schrott. Tür wieder zu. Nehme ich mit. Kann ich nicht looten. Blanke. Nehme die mit, die ist nicht so kaputt wie unsere. Schrotmuni. Eine Schrotflinte wäre mir auch noch lieb. Okay, Klo. Gut zu wissen. Können wir uns merken, dass hier was ist. Und die untersten gehen wieder nicht auf. Nehme ich auch noch mit den Schrott. Okay. Alter, ist es laut. Aber das Auto finde ich eher als die anderen. Wir gucken jetzt nochmal hier runter. Was das ist, das sieht ein bisschen aus wie so ein altes Sheriff-Haus. Steht da jemand? Ne, das ist eine Mülltonne. Ist doch dieselbe. Okay, wir haben ziemlich viel Schrott. Was ist das? Painkiller. Revolver Money, okay, ist anscheinend doch eine andere. Okay, interessantes Haus. Einfach gar nicht. Ich glaube, das Gebäude ist interessanter. Hallo. Okay. Ich hoffe, dass mir gleich irgend so ein Zombie ins Gesicht springt. Bei vier Kugeln wäre das nicht ganz so cool. Was haben wir denn hier? Das war jetzt 51er Muni. Mein Google hat sich gerade aktiviert. Ich habe da nur einen Timer. Nehme ich auch mit. Duct Tape. Immer schön Duct Tape haben. Kann man überall im Leben gebrauchen. Der beste Freund. Aha, Holz ist da hinten. Aber müssen wir nochmal herkommen. Noch mehr Loot. Können wir dann mitnehmen. Hier hinten sieht es erstmal soweit leer aus. Da können wir dann hinfahren. Ich gucke mal ganz kurz, dass keiner guckt nach da drüben. Was geht denn hier ab? Aha. Interessant. Ich weiß nicht, ob man schwimmen kann. Ich habe keine Ahnung. Aber gut. Eine minimale Lootroute schnell. Mal zurückgehen. Und dann gucken wir mal eben, ob man schon mal was. Wir haben ja jetzt ziemlich viel Schrott und sowas eingesammelt. Kann ich nicht mitnehmen. Deswegen gucken wir gleich mal, ob wir einfach noch ein bisschen looten können. Looten können, genau. Ob wir noch was für die Base bauen können. Das meinte ich. Sind das Pilze? Ne, Blätter. Ah, vom Bäume hacken. Egal, was ihr macht, Kinder. Niemals dehydrieren. Aber eigentlich auch nicht so babsüßes Zeug trinken. Eigentlich nicht so süßes Zeug trinken. Aber ich bin halt ein Süßer, wisst ihr, da muss man halt auch süßes Zeug trinken. Ich glaube, der wird zwar schlecht. Aha, hier. Planken gehen da auch noch drauf. 8 ist anscheinend das Maximal, was man immer stacken kann. Ja. Yep.
Jetzt wäre zum Beispiel eine Frage, kann ich was bauen für Platz? Also kann ich zum Beispiel jetzt hier hingehen und sagen, ich hätte gerne Truhe? Hast du sowas für mich? Baut es einfach im Inventar. Aha, man braucht anscheinend noch Reloading. Craft Ammo, okay. Hier. Dafür braucht man auch Strom, um Himmels Willen. Strom. Okay. Okay, okay, okay. Also ich sehe schon, das wird ein ziemlich großes, aufwendiges Projekt. Wie schon erwähnt, ich weiß nämlich nicht, ob ich es erwähnt hatte oder ob das in der Folge war, die ihr nicht gesehen habt. Solche Sachen wie, wenn wir zum Beispiel einen Zaun bauen, das habe ich jetzt gesehen, dass man da ziemlich viel groß bauen kann. Sowas werden wir dann im Stream machen. Da wird es tatsächlich einen Stream geben, wo wir einfach reden und den Zaun bauen. Sollte irgendwas passieren, gibt es als Best-of. Okay, es gibt schon mal einen Grill. Hier, das sieht dann. Aha. Okay. 4 Schrott. Ah, das mach ich nicht. Zack. Wie viel Platz hat das denn? Hat das unterschiedlichen Platz? Rotation mit R und Q. Auch so witzig. So. Bauen wir dich mal so links vom Pfosten. Placen. Ich hab grad Angst gehabt zu schießen. Also, puff. Okay, jetzt müssen wir aber natürlich trotzdem eine Ordnung behalten. Also wir nehmen hier einfach mal so ein Loot-Zeug rein. Also Base, so Bild. Ihr wisst, was ich meine. Hier das Zeug da. Zum Bauen. Hier ist auch noch was. Oh, Ducktape haben wir sogar einmal. Kann ich schnell reinlegen? Ja, kann ich. Perfekt. So. Dann kann ich wahrscheinlich auch schnell rausnehmen. Ja, ist ja ein Traum. Bombe. Einfach eine Granate. So. Das sieht schon mal besser aus, Leute, oder? Muss man doch mal so sagen. Was bist du? Du bist, Antibiotika. Und du bist Painkiller. Okay, dann tauschen wir die mal. Pain, Schmerz finde ich besser. Also nein, ich finde keinen Schmerz gut, aber ich finde es besser, wenn wir was gegen den Schmerz machen können. Da drin sind die Autoteile. Uns fehlt, wie gesagt, ein Reifen noch. Ich glaube, den hatten wir damals schon ans Auto rangepackt. Einen. Ich glaube nur nicht, dass ich den Weg zum Auto wieder finde. Und ja. Alles klar. Wir gucken nochmal ganz kurz hier. Achso, interagieren da rechts. Ob wir hier noch irgendwas für das nächste Mal. Eine Gießkanne zum Beispiel wird dann wahrscheinlich witzig für die Landwirtschaft. Licht, wir brauchen aber alles halt mit Strom und das müssen wir halt alles entdecken. Aber vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. War eine kurze Folge von 15 Minuten. Wir werden das aber öfters machen, tägliche Folgen, 15 Minuten immer mal wieder. Vielleicht mal länger, vielleicht mal kürzer. Wenn wir irgendwie in einem Fight sind, dann mache ich vielleicht einen Cliffhanger, wenn es geht, weil ich gemein bin. Schaut gerne mal in die Videobeschreibung. Dort ist mein Streampartner Lukas verlinkt. Der Game-Sponsor Pascal. Lasst ein Follow da. Lasst ihm einfach nochmal Instagram hier abchecken. Follow da lassen. Ist auch verlinkt. Und
Schaut gerne mal bei mir Twitch auf Twitch vorbei. 18 bis 22 Uhr, montags bis freitags live. Mein Name ist Floyd und ich bin raus. Tüdelü!